Das große Österreich-Turnier war jetzt so, dass wir gemeinsam in Montesino 3 Wochen lang ein Online-Pokerspiel mit der Zeitung und auf OE24 gespielt haben. Wir hatten 9000 Teilnehmer, das heißt 9000 Leute haben mitgespielt. Es gab jeden Tag 1000 Euro zu gewinnen. Und aus diesen 9000 Teilnehmern haben wir dann die 120 Kandidaten gezogen. Und die hatten jetzt heute die Möglichkeit, eben da mitzuspielen und 10.000 Euro zu gewinnen. Wie hast du denn die Teilnehmer für den Promi-Tisch ausgesucht? Also ich tat mir am Anfang sehr schwer, weil viele Promis, die ich eingeladen habe, haben extrem Angst gehabt vom Pokern und haben gesagt, okay, sie trauen sich nicht, sie kennen sich nicht aus, das ist die Schwierigkeit. Diejenigen, die jetzt da waren, sind sehr mutig gewesen, haben sich mit Hilfe eurer Pokerschule auch gut eingespielt und haben sich eigentlich jeder wacker geschlagen am Tisch. Ihren Spaß gemacht. Die Runde ist lustig, wir kennen einander und es war wirklich ein Spaß. Ja. Egal, ob man jetzt, irgendeiner muss immer verlieren und ich habe es sehr genossen. Ich war noch nie da, ich kannte das nicht, aber das ist wunderbar. Es hat nichts von einer verruchten Spielerhöhle, sondern es ist angenehm, da zu sitzen. And how did you like the night tonight? I had a great time, really. It was just really nice, really. A lot of nice people at the table. And it wasn't like a pressure game. And I got a good explanation of the techniques beforehand. And I was very good at the beginning. But then it didn't really work out. Who took you from the table? Well, it was Tatjana. Also mein erstes, aber nicht mein letztes Mal am Pokertisch. Das ist mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe wirklich Spaß daran gefunden. Wie viel bist du jetzt geworden? Also ich bin die Drittletzte. Ja. Du, es war ein spannender Abend, es hat richtig viel Spaß gemacht, also ich kann allen nur empfehlen, auch mal hierher zu kommen, wenn man wirklich mal an so einem richtig grünen Tisch sitzt, mit einem Coupé, sagt man glaube ich dazu, oder? Dealer. Mit einem Dealer, kennen viele doch dann auch nur von anderer Seite, aber wenn man mit einem Dealer am Tisch sitzt und so, wie das wirklich immer ist, also das ist wirklich eine spannende Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe früher gepokert als junger Bub mehr oder weniger, dass ich jetzt wirklich sage, ich pokere, ich glaube, das war heute in dieser Form zum ersten Mal eigentlich. Als Vierter vom Österreich-Promi-Stammtisch ausgeschieden, Oliver Stamm. Wie lange pokerst du schon, Oliver? Ja, seit heute um 8. Also wir haben hier begonnen mit der Einschulung. Dafür war der Output eigentlich gar nicht so schlecht. Allerdings ist mir doch einige Mal aufgefallen, dass ich keine Ahnung gehabt habe, was ich mache. Aber trotzdem, Vierter ist eine gute Leistung. Spricht entweder gegen die anderen oder für mein Anfängerglück. Wie ist es für dich gelaufen? Ja, schlecht schaut das. Ich bin, glaube ich, als Fünfte ausgeschieden. Ich habe überhaupt keine Karten gekriegt. Das war mehr ein Überlebenskampf als Pokerspiel. Obwohl du der Platzhirsch ja da bist. Obwohl ich der Platzhirsch bin, ja, aber oft hilft es nicht, Platzhirsch zu sein. Manchmal braucht man auch ein bisschen Kartenglück. Also ehrlich, ich hatte schon fucking Chips, ja, also ich hatte 2 Chips und es war dann mit, ich sage jetzt einmal, echt so 2 All-Ins, die waren wirklich auf Biegen und Brechen, irgendwie mit Glück habe ich die gewonnen und dann war ich wieder irgendwie im Spiel und dann konnte ich mich wieder zurückspielen, also das war... Wie lange spielst du schon Poker? Naja, mit 3 Jahren, also Texas Hold'em so ungefähr 3 Jahre, schätze ich mal. Ehrlich, als ich reingekommen bin und gesehen habe, bumm, so ungefähr 25, 30 Tische, 25, 30 Dealer und jede Menge Leute, haben mir gedacht, da gefällt es mir gut.